Ja, investiere in dich selber. Jetzt mal 1000 Seiten Fernlehrgang in einem einzigen Satz zusammengefasst. Und die Zusammenfassung lautet: In jedem System gibt es einen kybernetisch wirkungsvollsten Punkt oder Engpass. Und wenn du dich darauf konzentrierst, diesen Engpass besser zu lösen als andere, übst du eine stärkere Anziehungskraft aus und auf Dauer wirst du dann der beste Problemlöser für deine Zielgruppe. Ich weiß, das war jetzt ein sehr langer Satz. Bruno der Bär begleitet mich auch heute wieder und sein Schöpfer vor allen Dingen, der mich auch schon seit mindestens 20 Jahren immer wieder begleitet, ist heute bei mir zum zweiten Mal Gast. Ich begrüße dich, Professor Dr. Lothar Seiwert, mein Lieber. Hallo, lieber Andreas. Ja, ich habe hier zufällig auch einen Bären dabei. Ja, genau, ich habe zufällig auch mal. Ja, so. Und damit man sieht, wie lang unsere Beziehung schon geht, also in Anführungszeichen natürlich, ich habe tatsächlich noch die Klassiker, wenn du es eilig hast, gehe langsam, Live Leadership und mein liebstes Buch habe ich auch noch mit dabei, ist tatsächlich ausgetickt, dein persönlichstes Buch scheint mir auch, ja, wo du dann eigentlich sagst, der Abschied vom Zeitmanagement und das sagt uns der Zeitmanagement-Papst. Ja, Lothar. Warum ja. Bär, warum jetzt, warum Tiere? Du hast dann irgendwann einmal den ganzen Zoo durch und zeigst uns immer anhand dieser Metaphern, welcher Menschentyp wir sind. Oder habe ich das richtig verstanden? Richtig, ja. Tiere sind oft die besseren Menschen. Ja, nach der Bärenstrategie habe ich ein Buch geschrieben über die Tigerstrategie oder dann in einem anderen Buch Don't Hurry, Be Happy spielt ein Faultier hier eine große Rolle. Ganz interessant auch, ja, das hängt einfach rum und tut nichts den ganzen Tag. Und dann nimmt es sich 2 Tage am Stück Zeit für den Sex, aber nur einmal im Jahr. Ja. So, das ist dann Slow Motion. Ja. So ist es, ja. Und in einem anderen Buch, Lass los, du bist Meister deiner Zeit, da spielt ein Drache eine Rolle oder das kriegte ich kürzlich geschenkt. Da traf ich meinen Kollegen und Freund Marco von Münchhausen auf einem Event, da hat er mir seinen Schweinehund mitgebracht und Tiere sind oft wirklich die besseren Menschen, weil sie, wir töten ja, das ist ja, finde ich, sehr, sehr tragisch, aus Mordlust oder um unser Territorium zu erweitern, ja, um Macht auszuleben, andere zu unterjochen und ein Tier tötet nur, wenn es muss, also wenn es beispielsweise das Raubtier hungrig ist und wenn es eben gefressen hat, so die Löwen, ja, die da in der Steppe liegen, ja, dann sind die jetzt mal 2 Tage lang friedlich und dann kann man an ihnen vorbei spazieren. Und wenn sie schlafen, ich täte sie trotzdem nicht aufwecken. Ja, also wir können aus dem Tierreich lernen, ohne dass wir sie allzu vermenschlichen sollten. Ja, und da ich Tiere liebe, suche ich immer nach entsprechenden Metaphern. Ich habe auch gerade in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Hamster Arthur. Ja, da geht es um Sinnsuche. Es heißt Arthurs Geheimnis, lieber Sinn suchen statt Sachen sammeln. Und leider hat der Verlag, Andreas, aus Kostengründen keinen passenden Hamster als Stofftier produziert. Sonst hätte ich einen und dir schon längst zugeschickt. Also der Zoo ist noch sehr groß und noch längst habe ich alle Tiere nicht durch. Und vielleicht fasse ich die mal alle zusammen in einem Buch, so Lothars Zoo. Und was kann man eben vom Bären lernen, vom Hamster, vom Tiger, vom Faultier, vom Drachen. Also da bietet Brems Tierleben noch genügend Potenzial. Das Tolle an der Geschichte ist ja, dass wir die Metapher viel weiterziehen können, weil du wohnst ja zudem auch in Neustadt und ich als gelerntes Kind der 80er Jahre kenne Neustadt eigentlich ja von Benjamin Blümchen.
Der hat die Neustadt gewonnen. Benjamin Blümchen, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der einzige sprechende Elefant der Welt. Herrlich. Und dieses Hörspiel hat tatsächlich in Neustadt gespielt. Insofern schließt sich der Kreis dann wieder der Zoo, der sich in Neustadt befindet. Also Terror, sage ich nur. Ja, und ich Terrorstrategie, schau, das wäre schon der Titel. Bitte, wie? Die Terror, also dieser Elefant. Ja. Terror, hat er geschrieben. Genau, ja. Und ja, sind und du hast tatsächlich auch ein Hündchen. Und was noch viel wichtiger ist, du hast eine unglaublich tolle, begeisternd enthusiastische Lady an deiner Seite, René. Und, ja, René Moore wie Roger Moore. Ein paar Worte über sie. Oder Demi Moore, sie ist nicht nur Amerikanerin, sie ist Texanerin. Ja, das ist nochmal eine andere Kategorie. Ist ja, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Staat der USA. Und wir hatten ja kürzlich die Präsidentenwahlen und da war ja auch Texas ein Swing State, gleichwohl er wieder eben Trump gewählt hat, und ich war natürlich schon ein paar Mal da, und da kommst du dir wirklich vor wie in einem John Wayne-Film. Seit ein paar Jahren ist das Waffentragen ganz offen wieder erlaubt. Das heißt, wenn du da durch die Stadt läufst, zum Beispiel in Austin, ja, da haben so die Jungs den Colt am Gürtel hängen, ne, und haben dann vielleicht sogar noch Cowboy-Stiefel an und den Hut auf. Und da denkst du wirklich, du bist in Hollywood in einem John Wayne-Film, aber es ist bittere Realität. Also ist dann so für die heutigen Zeiten ein spannender Nebenaspekt, ja. Wie habt ihr zusammengefunden? Also war das dann in Deutschland oder wo hat René und du haben ihr euch kennengelernt? Ja, ganz einfach, wo lernt ein Speaker eine andere Speakerin kennen? Natürlich auf einer Veranstaltung, wo gespeakt wird. Ja, und das war in Heidelberg, da hat sie einen Vortrag gehalten, und ich sag's mal so unter uns, nach relativ kurzer Zeit habe ich mich nicht mehr für den Vortrag, sondern für die Vortragsrednerin interessiert. Über was sie referiert hat, weiß ich schon gar nicht mehr, weil ich habe mich dann, wir Männer brauchen mal immer etwas länger, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie lang die Zeit war. Aber dann habe ich mich eben für sie interessiert und dann angefangen, sie zu daten. Naja, wie das so läuft. Und dann vor ein paar Jahren haben wir dann auch geheiratet. Ja. Wunderschön. Und das ist eine. Wenn sie nicht gestorben sind oder erschossen worden sind, dann leben wir auch heute noch. Und jetzt ohne Quatsch, das muss ich einfach mal loswerden, damit alle, die das jetzt hören oder sehen, noch mehr schätzen, was wir haben. Und René sagt, sie liebt Deutschland, und sie sagt, das ist unglaublich. Hier kannst du einfach rumlaufen, spazieren gehen, ohne Angst haben zu müssen, erschossen zu werden. Ja, sie sagt, du kannst mit dem Hund in den Wald gehen und zwei Stunden im Wald rumlaufen und musst nicht Angst haben, erschossen zu werden. Ja, da lachen wir vielleicht drüber, weil das so selbstverständlich ist. Aber für die Amerikaner ist das eben nicht selbstverständlich. Das ist dort eben gang und gäbe. Ja? Oder vor der amerikanischen Wahl sind in dem Vormonat 17 Millionen Knarren verkauft worden. Nicht im ganzen Jahr. Im Vormonat hatte ich in der Vorberichterstattung mitbekommen. Das ist schon speziell. Ich will es auch nicht verurteilen, weil wir neigen dazu, unser Wertesystem an andere anzulegen. Aber deshalb das Gute ist, lasst uns dankbar sein, dass wir eben relativ sicher leben, dass wir überall rumlaufen können, dass wir nicht Angst haben müssen, überfallen, ausgeraubt, erschossen zu werden. Und ja, und deshalb. Da grätsch jetzt dann gleich mit dem Bedürfnis nach Sicherheit rein. Nämlich, ja. Wie kommst du dann tatsächlich als einer, der offenbar Sicherheit als wichtigen Wert in sich trägt, dazu als Professor, der praktisch unkündbar ist, sich dafür zu entscheiden, nein, ich mache jetzt nicht meinen Professor bis zur Pension, um dann ein glückliches Leben zu haben, sondern um zu sagen, nein, ich, also mittlerweile wissen wir, hast du mehrere Millionen Bücher verkauft und bist auf den Bühnen dieser Welt unterwegs.
Wie kamst du dorthin? Warum? Was sind da für, das müssen ja Momente des Leidens gewesen sein, was da passiert ist. Einerseits Leiden, ich will da raus, andererseits Freude, ich will dorthin. Ja, das war schon ein emotional-mentaler Change-Prozess, wie wir heute sagen würden, um dahin zu kommen, weil mein größter Störfaktor und Zeitfresser war, immer an die Hochschule zu müssen. Und der eine oder andere oder fast alle dürften Dinner for One kennen. The same procedure as every year. Und ich hätte bis zu meiner Pensionierung schon wissen können, im Sommersemester 2021 habe ich die Veranstaltung Unternehmensführung Römisch 2. Im Wintersemester 22, 23 habe ich sogar Arbeitsrecht, das hatte ich noch an der Backe und so weiter und so fort. War alles durchgetaktet und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um dahin zu kommen, ja, dieses Beamtentum, weil ich war Beamter auf Lebenszeit, was haben wir gesagt, man hatte mir nicht gesagt, was danach gewesen wäre nach der Lebenszeit. Ja, und dann ging ich mit diesem Gedanken schwanger, das an den Nagel zu hängen und alle um mich herum sagten, du bist verrückt und das macht man doch nicht, weil die Beamtenpension, ja, wenn man mal den Kapitalwert einer Beamtenpension ausrechnet, weil die ist dann weg. Du kriegst nichts raus. Ja, und deshalb auch interessant, gibt es auch gar keine Kündigungsfrist, weil ich hätte heute sagen können, ich kündige per Mitternacht, morgen komme ich nicht mehr, wäre arbeitsrechtlich gegangen, weil das, ich war damals im Bundesland Hessen tätig, das hessische Beamtengesetz sah keine Kündigungsfrist vor, weil ein Beamter kündigt nicht, passt nicht ins System. Entweder er oder sie ist in der Politik, dann lässt er sich natürlich beurlauben, die Pensionsansprüche, ja, die Besoldungsstufe steigt natürlich automatisch an alle 2 Jahre. Und wenn er dann aus dem Landtag oder Bundestag zurückkommt, dann geht es weiter. Aber derjenige kündigt nicht. Ja, und meine Mutter, die damals noch lebte, sagte, Junge, hasse dir das auch gut überlegt. Und mein Glaubenssatz lautet, wenn alle um dich herum sagen, das, was du vorhast, falsch ist, ist das oft die beste Bestätigung dafür, dass du richtig liegst, weil du solltest deiner inneren Überzeugung folgen und nicht, was andere dir einreden wollen. Denn Ratschläge sind auch Schläge. Wie bist du zu diesen Glaubenssätzen gekommen? War das schon innerfamiliär so, dass du diesen Mut auch gehabt hast, die Veränderung anzugehen? Eigentlich nicht. Was waren deine Eltern vom Beruf? Was ist das so für ein Hintergrund? Ja, mein Vater war Arzt und war sehr sicherheitsorientiert. Und sein Herzenswunsch war, dass ich Postbeamter werde. Der hat mir nie viel zugetraut. Also der hinterm Schalter sitzt, die Briefmarken stempelt und ja, die Postüberweisung entgegennimmt, weil ein todsicherer Job kannst du eben 40 Jahre lang machen, jeden Tag dasselbe, aber du bist Beamter. Das war so sein Herzenswunsch für mich. Ja, aber ich wollte das nie, weil ich bin ein freier, unabhängiger Geist und ich passe einfach in keine Strukturen, Systeme. Ich kann mich auch schlecht anpassen, einordnen, unterordnen. Deshalb war ich schon in der Schule, wie nennt man das heute, verhaltensauffällig. Ja, und ich war auch in 2 großen Konzernen und war als Mitarbeiter auch schwierig zu führen. Ja, ich war immer eigenwillig und ich kann mich heute noch daran erinnern, da hatte ich mit meinem Vater eine Diskussion. Ich wollte den Führerschein machen, er war dagegen, weil das war ja alles viel zu gefährlich. Und ich war dann auch ein paar Jahre in einem Internat und als ich dann nach dem Ende der Sommerferien wieder ins Internat fuhr, dann endete das in einem Streit um den Führerschein und 6 Wochen später gab es wieder Ferien. Ich kam nach Hause und habe noch nicht mal guten Tag gesagt.
Ich sagte nicht, ich brüllte gleich ins Treppenhaus in Richtung meines Vaters und ich mach doch den Führerschein. Und da war natürlich gleich Big Stimmung, meine arme Mutter dazwischen. Und gleich gab es eben Geschrei und Zank und Streit, ging dann gleich weiter, wie das halt so ist, Vater-Sohn-Konflikt. Hast du noch Geschwister? Nein. Umso schlimmer, in Anführungszeichen. Ich bin das einzige Sohn. Ja. Das einzige Prachtexemplar, ja. Und jetzt und dann BWL studiert und mehr oder weniger dann an der Uni verblieben, oder? Ja, ich war dann noch Assistent an der Hochschule, war dann in einem großen Stahlkonzern in der Eisen- und Stahlindustrie im Personalwesen tätig, war dann Managementtrainer in einem internationalen Konzern und bin so wie die Jungfrau zum Kind zum Zeitmanagement gekommen, weil ich war vorher eigentlich da ein Chaot und du kennst das oder ihr kennt das sicherlich, dieser Spruch, he who can does und he who can't teaches und he who can't teach, teaches teachers. Ja, also ja, das ist ja das Geniale, seine eigenen Probleme bearbeiten, indem ich darüber doziere, Vorträge halte, Bücher schreibe, lerne ich selber natürlich am allermeisten. Und wer in eine neue Abteilung oder irgendwo neu hinkommt, der kennt das vielleicht, dann kriegt der Neue oder die Neue das aufs Auge gedrückt, was die anderen gerne loswerden wollen. Da hieß es, ach, die Zeitmanagement-Seminare, das macht der Neue. Mein Vorgänger war froh, dass er die losgeworden ist. Und so bin ich wie die berühmte Mutter zum Kind gekommen. Man kann es auch Zufall nennen und Zufall heißt ja unter anderem meine Überzeugung, es fällt dir zu, weil es fällig ist. Zufall. Ja, und hätte mir damals jemand gesagt, dass das mal meine Lebensaufgabe, meine Lebensmission, mein Lebensthema sein würde, den hätte ich komplett für verrückt erklärt. Aber so ist es dann gekommen. So bin ich zum Zeitmanagement gekommen, habe die ersten Seminare gemacht, dann angefangen, das erste Buch darüber zu schreiben, dann, wie gesagt, der Trend zum zweiten Buch, zum dritten Buch und noch und das ein Buch. Der entscheidende Moment, hast du auch erzählt gehabt, war dann tatsächlich, als du in einem Buch plötzlich ein Modell gesehen hast, das eine Frau beschrieben hatte, eine Kurve. Ja, ja. Das, was ich von Gail Sheehy erzählt habe, wo ich etwas verändern wollte in meinem Leben und die erste Inspiration bei meinem Thema war Alec McKenzie, The Time Trap, die Zeitfalle, weil das ist einfach so, dass vieles ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter eben aus Amerika kommt, so wie ja unsere geschätzte Vera F. Birkenbiel, Gott hab sie selig, eben auch vieles aus den USA hierher gebracht hat, ja. Und dort auch gelernt hat. Zu Vera Birkenbiel ganz gleich. Nur noch dein erstes Buch. Wie hast du das dann tatsächlich untergebracht beim Verlag? Ich meine, ich stelle mir vor, dass das ja damals extrem schwierig gewesen sein muss, oder? Ja, es ist immer einfacher, dass ein etablierter Autor das 30., das 31. Buch platziert als ein No-Name das erste Buch. Und egal, wo ich anklopfte, hieß es, wir kennen sie nicht, es gibt schon genug Bücher, warum sollten wir sie gerade verlegen? Und da war ich geprägt schon damals von der EKS, von der engpasskonzentrierten Strategie, jetzt mal 1000 Seiten Fernlehrgang in einem einzigen Satz zusammengefasst. Und die Zusammenfassung lautet: In jedem System, in jeder Beziehung, in jeder Konstellation gibt es einen kybernetisch wirkungsvollsten Punkt oder Engpass, Komma, und wenn du dich darauf konzentrierst, diesen Engpass besser zu lösen als andere, übst du eine stärkere Anziehungskraft aus und auf Dauer wirst du dann der beste Problemlöser für deine Zielgruppe. Ich weiß, das war jetzt ein sehr langer Satz,
Also, an diesem kleinen Beispiel kurz verifiziert. Ich habe das Problem einfach rumgedreht und mir die Frage gestellt, was hindert den Verlag am meisten, mit mir ein Buch zu veröffentlichen? Und wie so oft war der Engpass ein finanzieller, das Risiko. Wie gesagt, ein bekannter Autor ist 10-mal lieber dort gesehen als ein No-Name, von dem man nicht weiß, wie sich das Buch verkaufen wird. Also habe ich die Frage umgedreht und gestellt, wie viele Bücher muss ich denn selber abnehmen, damit ihr mich verlegt, damit für Sie das minimale Risiko gleich null ist. So, und dann war der Deal 500 Bücher minus 40% Einkaufsrabatt bei einem Ladenpreis von 48 D-Mark. Kann sich jeder leicht ausrechnen. Also es waren rund 10.000 D-Mark. Die hatte ich nicht, hatte ich also einen Kredit aufgenommen. Und meine Empfehlung, das Beste, worin ihr immer investieren könnt und sollt, ist in euch selber. Weil wenn ihr nicht an euch glaubt, wie sollen andere an euch glauben? Also, es kamen dann 2 Paletten Hardcover-Bücher und das Buch hatte damals schon knapp... Welches war das? War das das, wenn du eilig hast, geh langsam? Nee, das war mehr Zeit für das Wesentliche. Eilig langsam kam ein paar Jahre später. Das war noch dicker Hardcover und das ist ganz schön Gewicht. 500 Bücher, à 350 Seiten. Das waren 2 große Paletten. Und da war mein kleines Wohnzimmer in Stuttgart-Stammheim voll. Und dieser altbekannte Satz, den jeder kennt, Not macht erfinderisch, der hat auch hier funktioniert. Weil wenn du dich nirgendwo mehr hinsetzen kannst, wenn du deinen Gästen keinen Platz mehr anbieten kannst, fängst du Tag und Nacht darüber nachzudenken, wie kriege ich diese Bücher wieder los? Natürlich wirtschaftlich sinnvoll. Ich hätte sie natürlich auf die Königstraße in Stuttgart karren können. Also für die Nichtkenner, das ist die große Einkaufsstraße in Stuttgart, hätte das Zauberwort der schwäbischen Kultur als Schild hingehängt. Das Zauberwort heißt kostelos. Kostelos. Ja, kostelos. Das ist dort unglaublich wirkungsvoll. Und innerhalb weniger Minuten wäre ich die 500 Bücher losgeworden. Ja, das wäre natürlich auch eine Lösung geworden, aber keine wirtschaftlich sinnvolle. Damals, ja, dann, damals. Heute gibt es ja ganze Buch-Funnel-Strategien dazu. Ja. Ja, heute ist das natürlich alles anders. Man kann Self-Publishing machen. Ja, und das wäre aber wieder ein anderer Talk. Gibt es, ja. Das gibt es Kollegen, die ihre Extensio, Bücher sogar verschenken. Da steckt aber eine ganz andere Strategie dahinter. Also verschenken in Anführungszeichen. Ja, und da ich ein Buchfreak bin, kaufe ich die praktisch alle und dann gehst du auf die Landingpage bei Digistore und dann willst du das Buch kostenlos und dann steht da aber, ja, es ist kostenlos, aber bitte bezahl mir doch die Druck. Ja, ja, und dann ist es, wenn man es nach Österreich haben will, dann irgendwie 10 Euro oder so und das Buch kostet 12 Euro. Ja, ja. Ja, und innerdeutsch sind es dann 4,99 Euro. Und dann willst du es bestellen, aber du kommst erstmal nicht raus. Nein, willst du nicht noch für 30 Euro das Hörbuch dazu? Und nein, will ich nicht. Und dann sagst du ja, und hier haben wir noch einen Online-Lehrgang und statt 297 für nur 97 Euro. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ja auch legitim. Und ich habe immer die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Aber das gab es damals alles nicht. Und ich habe dann eben beim Verlag gebeten und gebettelt, jetzt habe ich euch schon so viel Geld bezahlt, könnt ihr mir nicht Bestellpostkarten kostenlos drucken? Ihr habt doch da bestimmt ein Marketingbudget. Ja, für die Jüngeren unter euch, fragt doch mal die Urgroßeltern, was eine Postkarte ist. Ja, das war so der Vorgänger von einer E-Mail, aber damals gab es sogar noch nicht mal Internet. Ja, das können sich viele nicht vorstellen. Ich habe meinem Sohn kürzlich... Wir sind jetzt so in den Ende der 70er, oder?
Ja, ich habe meinem Sohn letztes Jahr ein iPad geschenkt. Er sagt, Papa, das ist ja cool, aber wie seid ihr früher bloß ins Internet gekommen? Ich sage, Sohn, da gab es noch gar kein Internet, sondern da hat man Postkarten verschickt, ja. Wie altertümlich, aber es gab nichts anderes. So, und da gab es eben auch in meinem Umfeld einen Verein, den gibt es immer noch. GFA steht für Gesellschaft für Arbeitsmethodik. Da war ich Mitglied, da war ich im Vorstand und Leiter der Gruppe Stuttgart. Und da hatten wir eine Zeitschrift, die heißt heute immer noch so, der Arbeitsmethodiker. Und dann habe ich den Kollegen Schriftleiter gefragt. Ich sage, hier könnt ihr mir helfen. Ich habe da ein wunderschönes Buch, aber ich habe hier 500 Stück im Wohnzimmer liegen, die müssen irgendwie weg und raus. Und darf ich denn dem nächsten Heft eine Postkarte beilegen, eine Bestellpostkarte? Und die habe ich mir dann vom Verlag, auch ohne Vertrag drucken lassen. Und das war, obwohl es stumm gestellt ist, hat er mich nur an etwas erinnert. So, und dann habe ich die Bestellpostkarte beigelegt und man glaubt es nicht, es kamen Bestellungen. Und dann habe ich damals auf meinem Apple II, also der Vorläufer vom Macintosh, und da sind wir wieder bei unserer geliebten, geschätzten Vera F. Birkenbiel, weil die hat mir damals den Mac empfohlen und hat gesagt, das ist der einzige Computer, der gehirngerecht ist. Und kein Commodore 64 und wie sie alle hießen. Ja, und der Vorgänger war der Apple II. Und auf dem habe ich dann eben meine Rechnungen geschrieben, habe das selber eingepackt, die Pakete zur Post gebracht. Und innerhalb einiger Monate waren dann alle 500 Bücher weg und zwei haben nicht bezahlt. Ja, das weiß ich heute noch. Und diese Schweinehunde suche ich immer noch. Super. Nein, das war wirklich so. Aber so habe ich also dann... Wenn wir das auf die heutige Situation übertragen würden, was würdest du heute einem Freiberufler, Selbstständigen, was auch immer, Trainer, potenzieller Autor raten, wie er heute vorgehen sollte? Ja, investiere in dich selber. Und heute ist das Self-Publishing längst salonfähig geworden, hat sogar eigene Bücherpreise. Und wenn euch das mit einem Verlag zu lange dauert, da gibt es manchmal Vorlaufzeiten von 1,5-2 Jahren. Mein Gott, in der heutigen... Wobei wir können natürlich, nachdem wir beide Beate Forsbach ja kennen, auch gerne an Sie verweisen. Also ja, zum Beispiel, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt kleine Verlage, es gibt Self-Publishing oder eine Kombination davon. Und das war übrigens, weil du Beate Forsbach erwähnst, wir haben das kleine Büchlein von René eben in ihrem Verlag herausgebracht. Und das war mir wichtig und haben praktisch die Marke innerhalb der Marke etabliert. Das war meine Idee. Man nennt das in der Verlagsszene Imprint und es ist zwar bei Beate Forsbach erschienen, aber praktisch unser virtueller Verlag heißt Happy Dog Publishing. Dieser Gag musste einfach sein und wenn man das bei Amazon René Moore eingibt, da steht dann wirklich Happy Dog Publishing und erschienen in der Edition Forsbach. Dieser kleine Gag musste einfach sein. Der ist jetzt aber nicht an deiner Seite, oder? Dein Hund? Der liegt unten und pennt, ja. Okay, na okay, also wenn er wach gewesen wäre, hätte ich gesagt, zeig nochmal, aber alles gut. Alles gut. Jawohl, ja. Bin ich mit dem Buch angefangen und das heißt, es gibt heute einfach mehr Möglichkeiten. Du kannst dir einen Verlag suchen oder du kannst auch über Self-Publishing sofort anfangen und erstmal das Buch testen und da ist eben zum Beispiel über Amazon oder eben BOD, Book on Demand, das Print on Demand. Ja, du kannst jederzeit dein Buch, dein Manuskript ändern. Du kannst täglich auf deine Datei zugreifen, was verändern und dann brauchst du mal 20 Stück für ein Seminar, einen Vortrag und einfach mal
in den Markt gehen und testen, wie es ankommt. Und dann kannst du immer noch zu einem Verlag gehen. Also es gibt heute einfach... Ja, es kommt aber wahrscheinlich auch darauf an, was der Grund ist, oder? Weil ich meine, für die Credibility, wenn ich mir jetzt in einem Personalbüro oder so oder irgendwo bewerbe als Redner, Trainer, was auch immer und komme dann mit so einem Kindle-Buch daher, dann hat es natürlich eine andere Wirkung, als wenn das jetzt ein Junfermann, Gabal, MVG, was auch immer ist, ja? Natürlich, trotz aller Self-Publishing-Möglichkeiten ist ein gedrucktes Buch in einem renommierten Verlag natürlich immer noch eine super Referenz. Ja, und Autorität kommt von Autor, also da steckt das Wort Autor drin. Ja, und wenn du eben als Trainer, Coach, Speaker, Experte gebucht werden willst, ist es eben gut, ein Buch zu haben, um gebucht zu werden. Und jetzt greife ich gleich die Idee des etablierten Autors und Autorinnen jetzt in dem Fall auf. Wir haben sie ja heute schon mehrfach erwähnt.